Jemand hat die Deckel von den Dampfmaschinen entfernt. Zwei Leute haben Verbrennung. Das muss endlich aufhören. Unerträglich. Fabrikantensohn Friedrich Engels und seine Erfahrungen mit der Lage der arbeitenden Klasse in England, wie er einmal eines seiner wichtigsten Werke nennen wird. Wer hat das durchgeschnitten? 10-1, dass es diese irischen Hunde waren. Was ist mit Roisin? Ja, was ist mit Roisin? Das Mädchen, das am Webstuhl eingeschlafen ist und ihre Finger verloren hat. Wer gibt ihr die Finger zurück? Sie erlauben, bitte. Sei still. Das wird sie lernen, besser aufzupassen. Geld gibt's fürs Arbeiten, nicht fürs Schlafen. Vorsicht. Sie wiegeln sie auf. Bezahlt? Ja. Sie hat nicht geschlafen, 3 Tage lang, und jetzt können Sie verschwinden und sterben? Das nennt ihr eine Arbeit? Ruhe! Die Kosten der Reparatur werden von den Löhnen abgezogen. Das habt ihr jetzt davon. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ich euch nicht alle rausschmeiße. Maschinen reparieren ist teuer. Arbeitskräfte in Manchester hingegen nicht. Friedrich Engels versorgte Karl Marx nicht nur mit Geld. Er lieferte ihm für die gemeinsame Arbeit auch die notwendigen Fakten aus erster Hand. Um nochmal auf Ihre Texte zurückzukommen. Das Einzige, was Ihnen fehlt, wenn Sie erlauben. Nur zu. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ihre Kritik an der Religion und am Idealismus sind maßgebend. Aber lesen Sie die englischen Ökonomen. Ricardo, Smith, Bentham. Das ist die Grundlage für alles. Hm. Lesen Sie Englisch? Ich lerne schnell. Und Schach. Noch einen auf mich. Noch einen? Kellner, noch 2. Trinken wir auf die Köpfe, die wirklich denken, und auf alle Freigeister. Prost. Habe ich nicht gesehen. Hey, Kellner! Wir haben heute Nacht nicht nur getrunken, wir haben Notizen gemacht. Wir werden etwas veröffentlichen. Wir zwei. Kritisieren Stirner, Bauer, diese sentimentalen Sozialisten, die ganze Berliner Clique. Alle von der kritischen Kritik, wie sie ihr Geschmiere nennen. Das wird einschlagen wie ein Pulverfass, Jenny. Pulverfass? Mein Herr? Und der Titel? Wir haben kaum die Grundlagen geschaffen. Weil mir gerade einer in den Sinn kommt. Ein Titel, wenn ich euch so ansehe. Die Kritik der kritischen Kritik? Jenny. Lenchen. August Diehl spielt einen so durchaus vorstellbaren jungen Marx. Ich wollte euch sagen... Und Vicky Krebs ist die ebenfalls glaubwürdige Jenny Marx. Es ist nicht so einfach zu sagen. Du weißt, dass Friedrich in London die Mitglieder des Bundes der Gerechten getroffen hat. Ja, und? Was ihnen fehlt, sind fundierte Ideen. Die du ihnen liefern kannst. Und was hat Friedrich gesagt? Er fordert mich auf, zu ihm nach London zu kommen. Mein guter Freund Marx. Sehr erfreut. Mr. Naylor besitzt Gießereien in Leeds. Er beschäftigt viele Arbeiter, einschließlich Kinder. Hart, aber notwendig. Mein Freund Marx ist Journalist. Ah. Er recherchiert über ein Thema, das uns interessiert. Über Kinderarbeit in Fabriken. Mhm. Wie viele arbeiten zurzeit bei Ihnen? In einer Fabrik circa 20 Kinder und 30 Männer. Tagesarbeit, Nachtarbeit? Beides. Ist das nicht etwas anstrengend? Tag oder Nacht, das wirkt sich nicht auf die Gesundheit aus. Ihre Gesundheit? Wir haben keine Wahl. Sie wissen sehr wohl, dass wir ohne Kinderarbeit nicht konkurrenzfähig sind. Das heißt, Sie müssten Ihren Arbeitern einen fairen Lohn zahlen für die Arbeit, richtig? Ich setze die Löhne nicht fest, junger Mann. Der Markt macht das. Natürlich, ja. Ich kann nicht als Einziger aufhören, Kinder einzustellen. Ich wäre schnell bankrott. So funktioniert die Gesellschaft. Nein, Sir, daran sind die existierenden Produktionsverhältnisse schuld, nicht die Gesellschaft. Sie sind nicht die Gesellschaft. Ich weiß nicht, was Sie damit meinen, mit Produktionsverhältnissen. Wenn Arbeit mehr kostet, gibt es keinen Profit mehr. Folglich auch keine Wirtschaft, folglich keine Gesellschaft. Vielleicht ist es das, was Sie wollen. Sie haben ja so recht.
Wir sprechen nicht dieselbe Sprache. Sie nennen es Profit und ich Ausbeutung. Als nach der Wende 1989 die Karl-Marx-Schriften als obsolet galten, ahnte man noch nicht, dass die UNESCO 2013 ausgerechnet Marx' Werk zum Weltkulturerbe erheben würde. Noch heute gilt, was Marx seinen Töchtern einmal als Motto auf ihre Fragebögen schrieb: An allem ist zu zweifeln. Was so viel heißt wie, was man erarbeitet hat, ist immer wieder zu überprüfen, ob es noch mit den Realitäten übereinstimmt. Bringen wir uns doch nicht gegenseitig um. Verdammen wir uns nicht in Grund und Boden. Machen Sie es nicht wie Luther, der, nachdem er das katholische Dogma zerstört hat, eine neue, genauso intolerante Religion gründete. Ist das Ihr letztes Wort? Sicher nicht, verehrter Marx. Sicher nicht. Haben wir nicht die gesamte Geschichte vor uns?